Audioaufzeichnung, Videoaufzeichnung, Videostreaming, Major Fuck-Ups jetzt im FEM-Abschlussbericht von Fefe und Sway. Okay, also dann fangen wir mal an. Wir haben ja das, also ich bin der Sway, ich bin vom FEM und wir machen schon seit 3 Jahren das sozusagen die Videoaufzeichnung und, das, und den Stream. So, und dann erzähle ich euch erstmal ein bisschen was, weil was ist eigentlich FEM? Das fragen sich ja so viele Leute, was sind die eigentlich, die Typen? Also wir sind ein Verein an der, im Umfeld der TU Ilmenau. Wir machen Netz bei uns an der Uni, also wir haben das komplette Campusnetz verkabelt und geben halt sozusagen allen Studenten, die halt Netz haben wollen, Netz. Wir haben auch einen Fernsehsender mit bei uns noch integriert, der mit von der Uni subventioniert wird. Der heißt iStuff. Ja, und jetzt nicht wundern wegen dem kleinen i, wir hatten es eher. Dann, was machen wir noch? Wir machen noch halt Streaming von Vorlesungen oder für den Thüringer Landtag, zum Beispiel die Plenarsitzung oder für einen CCC-Kongress, genau. Dann haben wir noch eine ganze Menge Kooperationen mit irgendwelchen anderen Vereinen. Das sind dann halt, was weiß ich, Kindermediencamp, Kinderuni, gehen auf verschiedene Messen und kümmern uns dort um einige Sachen. Wer halt mehr wissen will, auf der Webseite. So, das war es erstmal zu FEM, damit ihr einen groben Überblick weißt. So, und was machen wir hier? Wir streamen fast alle Vorträge ins Internet. Okay. Wir nehmen die Vorträge zusätzlich auf, um sie später in H2 64 mit AACs Audio zu formatieren. Das Ganze ist iCord-kompatibel, weil es unbedingt Tim will. Also wir können nichts dafür, deswegen dauert es auch manchmal ein bisschen länger, weil diese iCord-Kompatibilität ist nicht so leicht gegessen, wie sich das einige Leute immer denken. Ja, dann haben wir noch, wir haben jetzt auch noch angefangen, die ganzen Vorträge als MP3s und als OGG-Vorbis zu encodieren. Die gibt es bei uns dann auch auf dem Server. Genau, dann stellen wir noch zum Beispiel für andere Leute die Rohdaten zur Verfügung. Das sind zum Beispiel für den Fefe, der dann später seinen Vortrag hält, der hat zum Beispiel mit dem Matroschka-Container gemacht und für die, und die DVB-T-Leute bekommen von uns das Analogsignal, um es dann über ihren Sender zu schicken. Okay, Aufbau. Was haben wir diesmal gemacht? Diesmal hat er uns Ambion nicht vergessen und wir mussten nicht extra noch Kabel legen, wie letztes Jahr. Bloß diesmal ging es auch trotzdem etwas holprig zu, weil am Anfang hatten wir immer noch kein Netz. Naja, können wir nichts dafür, war es noch schuld. So, das ist unsere Ausrüstung, mit der sind wir angereist. Ein ganzer Container voll Kameras und sonstiges Zubehör, Stative und alles, was man so braucht. So, wo sitzen wir? Wir sitzen, haben wir einen Zeigestock? Nee, haben wir nicht. Da oben in der Videoregie und da oben ist sozusagen unser Betriebsraum, wo die ganzen Maschinen drin stehen. So, der Aufbau und was? Geh nochmal zurück und sag, dass der Weg dazwischen zugesperrt ist. Also ja, das sieht jetzt so aus, als wenn man darüber will, läuft man da einfach lang, aber dazwischen gibt es einen kleinen Raum, wo der große Beamer für Saal 1 steht und der kostet offenbar so viel Geld, dass Ambion nicht will, dass da irgendjemand auch nur durchläuft. Deswegen ist der normalerweise zu und wenn wir von dem einen Raum in den anderen wollen, dann müssen wir einmal runtergehen, einmal außen rum und dann wieder hoch. Und das hat uns am ersten Tag ganz schön Zeit gekostet. Ja, das auf alle Fälle auch. Und seht ihr noch die 3 Säle, wo wir dann halt sozusagen das Streaming gemacht haben. So, das ist der Aufbau im BCC. Halt, das Kamerasignal geht zum Mischer, dort wird es halt abgemischt. Im Saal 1 gibt es 2 Kameras plus einen Scanline-Konverter, der halt dann das Beamerbild nimmt. Und das mischen dann Videoengel zusammen und das geht dann sozusagen in den Stream rein und wird bei uns auch aufgezeichnet. Vom Mischer geht es dann, wie ihr hier seht, zum Verteilverstärker, der verstärkt das Signal. Zum einen geht es dann zu den WMV-Encodern und die WMV-Encoder schicken dann das Signal direkt nach Ilmenau, wo halt sozusagen unser Streaming-Server steht, bei dem wir auch volle Kontrolle drüber haben. Zum anderen schickt der Verteilverstärker das Signal auch an den MPEG-Capture-Rechner. Der speichert es dann sozusagen auf dem Storage. In dem Moment ist dann wieder Arbeit von uns gefragt und Leute
Und dann sitzen halt da hinten, sitzt die ganze Truppe, die das Zeug auch noch schneidet. Nein, die drehen sich jetzt selber um. Also, ist egal. Auf alle Fälle, die schneiden das Zeug und dann wird es dann encoded in die verschiedenen Formate und wird dann rausgejagt. Halt, dann kommt der Encoder und dann liegt es halt auf dem Download-Server. Manchmal gehen auch Aufzeichnungen schief und dann dauert es halt immer etwas länger, weil wir das Zeug dann, wir haben noch ein zusätzliches Backup auf den Kameras, laufen DV-Tapes mit und das ist dann sozusagen die Notfall-Fallback-Lösung, wenn halt alle Aufnahmen schiefgegangen sind und wir kein ordentliches Signal haben, dann müssen wir es halt von Hand ausspielen. Ist zum Beispiel bei der Anfangsveranstaltung so passiert und bei den zwei Veranstaltungen danach. Aber das seht ihr noch später, warum das überhaupt passiert ist. Im Betriebsraum habe ich euch mal ein schönes Foto gemacht. Das ist das Foto von dem Rack, was wir im Betriebsraum belegen. Oben seht ihr die Vorschau-Monitore, darunter den Videoverteilverstärker, dann die iBox, die entkoppelt das Signal vom Brummen, dann der Kompressor, der ist auch fürs Audiosignal zuständig und unten die drei Audioverteilverstärker für die einzelnen Seele. Dann gibt es noch im Betriebsraum den MPEG-Encoder, der liegt da oben auf dem Serverschrank, hat alles nur notdürftig zusammengefrickelt, weil muss ihn nur 4 Tage halten. Darunter das Host-System und das Storage. Und das sind die zwei MV-Encoder-Rechner mit insgesamt 2 Karten, mit insgesamt 3 Karten. Der eine hat 2 und der andere nur 1. So, damit ihr auch mal seht, wie es oben in der Videoregie aussieht, wenn die Leute am Arbeiten sind. Das sieht dann so aus. Wir gucken euch dann immer unten im Saal 2 zu und. Saal 1. Im Saal 1, stimmt, Entschuldigung. Im Saal 1 zu und müssen aber selber noch arbeiten, deswegen haben wir kaum Zeit, irgendwelche Vorträge zu schauen. Aber Gott sei Dank hat der Elo diesmal die glorreiche Idee, einen Lautsprecher mitzubringen, sodass wir wenigstens das Audiosignal von Saal 1 nach oben hören können. So, Tag 1, da ging es dann los. So sieht übrigens der Streaming, also so sieht die Statistik unseres Streaming-Servers aus. Normalerweise hat er halt, also der ist mit einer 1-Gigabit-Uplink. Wir hatten einen Gigabit-Uplink und ja, normalerweise hat er halt ein bisschen geidelt, aber man sieht, das Kampf hat angefangen. So, was ist alles passiert am Tag 1? Also der Saal 1 hat ab dem zweiten Vortrag perfekt funktioniert, davor gab es noch ein paar leichte Schwierigkeiten mit irgendwelchen versteckten Kabeln. Dann gab es einen sehr lustigen Zwischenfall, da hat irgendjemand 5 Minuten vor Beginn der Vorträge in Saal 2 und 3 doch beschlossen, die Saalnummer zu ändern. Ein paar von uns haben es mitbekommen, ein paar andere nicht. Deswegen war das Bild anders als der Ton. Und letzten Endes, naja, wir konnten nichts dafür halt. Es wurde dann auch wieder so schnell wie möglich umgesteckt, aber sowas passiert halt. Das sind halt Sachen, die passieren. Und das Lustige war, im Saal, also trotz des fehlenden Bildes von Saal 2, weil da halt gerade das Video auch noch nicht funktioniert hat und der Vortrag noch nicht angefangen hatte, haben den Saal schon 41 Leute mit blauem Bild und mit dem Turm von Saal 3 geguckt. So, am ersten Tag gab es auch einen Rekord, der wurde von Saal 3 aufgelegt mit How to Hack the Pfandsystem. Dabei war unser 1-Gigabit-Uplink zu 98% ausgelastet mit ca. 900 Zuschauern. Also, das, ja genau. Gegen 17 Uhr hatten wir dann auch von außerhalb einen Anruf, weil einige von uns draußen standen, weil wir immer noch keine Bändchen hatten. Aber zwar hatte sich dann Gott sei Dank gegen 18 Uhr dank Julia auch noch geklärt. Ich weiß nicht, ob die hier ist. In diesem Sinne, schönen Gruß an Julia. Okay, damit wir auch immer sehen, wann irgendwelche Streams ausfallen, haben wir die Streams auch nochmal selber geöffnet, alle möglichen. Und da seht ihr halt, wie das dann aussieht. Und sobald da irgendwo ein Rauschen ist oder irgendwelche Peaks fehlen vom Audio oder so, fällt uns das in der Regel normalerweise ziemlich schnell auf. Und dann kümmern wir uns auch drum. Okay, Tag 2, neue Rekorde. Gut. Ja, das Lustige ist, normalerweise sagen ja die Speaker immer am Anfang, ja, habt ihr auch alle das Handy ausgeschaltet oder nicht? Und das Lustige war, der Speaker von Saal 1 hatte das Handy nicht ausgeschaltet, obwohl er es in seinem Vortrag erwähnt hatte. Das haben wir dann auch erst später mitgekriegt. Dann hat man auch am Tag 2 den ersten Besucher oben bei uns im Videostudio, der halt mal gucken wollte, was wir denn da oben eigentlich so tun. Und er hatte nur so gemeint, er ist mit Vorsicht hochgegangen, weil er Angst hatte,
Es gibt ja hier, es gab auf dem Camp Gerüchte, dass wir die Leute auffressen oder sie die Treppe hinunterstoßen. Also unsere Treppe sieht aus wie die vom Nock, daher kommt das, glaube ich. Genau. Gut. Am Tag 2 hat dann auch unsere Zusammenarbeit endlich funktioniert. Das ist so ein kleiner Dialog, den ich mal mitgeschnitten habe, oben von uns. Also Phil meinte so, ich habe da ein Problem. Halt folgendermaßen. Und wir dann so, ja, das hatten wir auch gestern. Pfeife darauf, ihr habt das gelöst. Naja, bis jetzt noch nicht. Okay, dann gab es auch wieder einen neuen Rekord. Um 17.45 Uhr waren 1.103 Besucher gleichzeitig in den Streams. Das hat dann unseren 1 Gigabit-Uplink fast zur Kotzgrenze gebracht, wenn man es so nennen kann. Aber Gott sei Dank kriegen wir ja vielleicht nächstes Jahr einen 10 Gigabit-Uplink. Vielleicht sieht uns ja unser Rechenzentrumsleiter in diesem Moment auch einen schönen Gruß an ihn. Gut. Am Tag 3 gab es dann die ersten Videos. Ja, das Witzige ist ja, die Leute sagen immer, wir sollen iPod-Kompatibilität machen und es wird ja so schön gewünscht und so oft. Ja, wir hatten am Tag 1 angefangen, endlich einen iPod zu suchen für unsere neuen Vorspende, da wir unsere, die wir zu Hause hatten, nicht benutzen durften wegen rechtlichen Gründen von irgendwelchen Bildern. Und so mussten wir halt den neuen Vorspann nochmal testen. Tja, es hat zweieinhalb Tage gedauert, bis wir endlich einen hatten. Das war halt auch das schöne Lustige. Ja, dann um 17 Uhr gab es dann die ersten 5 kompatiblen iPods-Videos. So, dann haben wir uns auch am Abend eine schöne kleine Auszeit genommen. Das ist ein Blick vom Fernsehturm, ein Bild. Wie ihr seht, hier unten habt ihr alle schön demonstriert vielleicht, hoffentlich. Also das Foto haben wir gemacht, deswegen kann ich das einfach so mit reinnehmen. So, Tag 4 bis 20 Uhr, weil irgendwann musste ich ja mal den Vortrag fertig machen. Genau, das ist der Uplink. Wie man sieht, am Tag 3 war es richtig schön, am Tag 4, naja, ging so schleppend, da waren dann schon die meisten Leute, glaube ich, wieder auf dem Heimweg. Wieder eine lustige Anekdote. Was sich bei einigen Leuten bei dem Anblick unserer BNC-Stecker an den Kameras immer fragen. Ich wusste gar nicht, dass man heutzutage noch so alte Netzwerktechnik benutzt. Naja, wenn das nicht besser weiß. Tag 4 lief dann auch langsam unser FTP-Server richtig schön an. Um 15.30 Uhr hat er 200 Mbit Outgoing gehabt und um 17 Uhr dann 250. Also es wurden dann immer mehr Videos und immer mehr Leute haben festgestellt, ah, da liegen ja noch Videos und die nehme ich mir jetzt mit heim. Und so ist das dann gekommen. So, und nun zu dem lustigen Teil, die Statistiken. Es gab insgesamt bis heute 19 Uhr 117.184 Hits auf dem Streaming-Server. Die habe ich mal nach Betriebssystemen sortiert, so spaßenshalber. Man sieht ja, es gibt Gott sei Dank wenige User, die Windows Vista benutzen. Es gab insgesamt 12.439 Unique IPs, also verschiedene IP-Adressen, die bei uns aufgeschlagen sind. Und es haben insgesamt Leute aus 42 Ländern zugeschaut. Also das waren die, die realistisch waren. Es waren insgesamt mehr, aber das waren dann manchmal so kleine Bröckelchen von 2 MB, das kann man nicht als Stream betrachten bezeichnen. Und zum Thema Use More Bandwidth, wir haben insgesamt in unserem Streaming-Server knapp 7 Terabyte innerhalb der 4 Tage rausgehauen. Mal schauen, ob das was wird. So, da habe ich es auch mal schön aufgelistet, nach Countries sortiert. Was ist ja peinlich für Österreich, oder? Ihr könnt ja mal die Zahlen kurzzeitig auf euch einfließen lassen. Okay, gut. Also, die fertigen Videos gibt es dann in dem Matroska-Format, worüber euch gleich der Fefe noch was erzählen wird, als MP3 auf dem MP3-Player laden. MP4, was nicht iPod-kompatibel ist, MP4, was iPod-kompatibel ist und Octeora. Das sind die aktuellen, also dort werden dann insgesamt auch alle zuerst aufschlagen, weil das ist unser Server, bei dem haben wir Root und da müssen wir uns nicht drum kümmern, was andere Leute irgendwo verteilen. Deswegen gibt es auch einen schönen R-Sync, könnt ihr ja auch benutzen. Gut, nach dem Abbau, also jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind und nach der Abschlussveranstaltung kommt der Abbau, aber erst kommt noch der Fefe. Ich wünsche euch damit im Namen von FEM einen guten Rutsch ins Jahr 2008
Und falls ihr Fragen und Wünsche oder Anregungen habt, an die E-Mail-Adresse. Okay, das war meine Teil. Ja, mach du mal auf. Ich weiß nicht, wo du das hingemacht hast. Du weißt auch nicht mehr, wo du es hingetan hast? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich muss das mal hin. Ach, sehr lange Haare. Genau, Ende der Bildschirmpräsentation. So, dann guck doch mal unter die Details. Und dann, warte mal. Du hast F5 gesagt, Steuerung L. Genau, bitteschön. Ja, ich mache den unterhaltsamen Teil, was alles schiefgegangen ist. Der ist ein bisschen länger als der andere Teil, aber ich denke, da erzähle ich erstmal, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich überhaupt hier Videos mitmache. Das ging also nicht darum, hier die FEM-Leute rauszukanten oder so oder irgendwie irgendwie schlechte Luft zu verbreiten, sondern das ging halt damit los, dass wir schon Mails kriegen, wenn Leute unzufrieden sind und kaum Mails, wenn Leute zufrieden sind. Und die meisten Mails nach dem letzten Kongress, die unzufrieden waren, da ging es eben darum, dass die Videos zu lange gebraucht haben. Und das ist bei uns eigentlich, seit wir Videos haben, ein Problem, dass wir also auch selber nicht damit zufrieden sind, wie lange das dauert, bis die Videos kommen. Und also die Camp-Videos waren dieses Jahr ziemlich schlimm, also im Vergleich zu dem, was wir alle gehofft hatten, weil wir hatten gedacht, wir kriegen das also praktisch in der Woche danach dann ins Netz. Und Teile davon sind halt immer noch nicht da und es liegt also an diversen Sachen, wofür FEM eigentlich nicht viel kann. Aber wir haben uns eben gedacht, gut, also jetzt packen wir das auch mal an. Kongressvideos haben auch viel zu lange gedauert letztes Jahr. Und was dann das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass es hier so winzige Open-Source-Konferenzen in Berlin gab und die haben das dann praktisch noch am selben Tag im Netz gehabt und gesagt, also wir sind hier der Computer-Club, wir können das auch. So ging das los und dann haben wir natürlich erstmal geguckt, warum das eigentlich bisher so lange gedauert hat. Und also das ist jetzt der Teil, den ich mitgekriegt habe vor 4 Jahren, als ich die Videos letzte Mal encodet habe. Da kam dann halt im April, habe ich die Platte mit den Daten gekriegt und irgendwie 3 Tage später waren die Videos im Netz. Aber die Platte lag bis dahin halt irgendwo rum. Und ich hatte da irgendwie Gott und die Welt angesprochen, wer denn diese Platte mit den Videos hat. Und das, so ist das halt im Club, deswegen heißt er auch Chaos Club. Aber das läuft irgendwie jedes Mal so. Deswegen muss das entweder während der Veranstaltung klappen oder es klappt gar nicht. Auf dem Camp gab es dann diverse Probleme, die man halt hat in der Wildnis. Da gab es dann irgendwie Strom-Brownouts, da fiel dann komplett alles aus. Dann gab es irgendwie diesen Regenschauer, der dann für Kurzschlüsse gesorgt hat und die Verkabelung war scheiße. Und es gab bei den Kameras, kamen schon Brummschleifen aus den Mischpulten an, weil einfach jeder Saal seine eigene Masse hatte und alles ganz furchtbar. Und dann ging das noch los mit Gaffer abkleben der Masse in den Steckdosen von den Laptops und also man will gar nicht drüber nachdenken. Aber also das ist nicht Schuld von dem Videoteam, aber das ist eben scheiße gelaufen. Und beim Camp hat man eigentlich schlechtere Voraussetzungen als beim Kongress, deswegen haben wir uns also das leichtere Ziel ausgedacht und gesagt, dieses Jahr den Kongress, das machen wir jetzt. Und wie immer in Hackerkreisen geht das mit so einem Schnellschuss los. Man stellt sich hin und sagt, ja, wir machen das einfach mal. Und dann war die erste Näherung, dass wir gesagt haben, also die FEM-Leute, die nehmen das auf und wir encoden das dann nur. Und dann fiel nach einer Woche jemandem auf, dass eigentlich der Teil schon zu spät ist, weil die Aufnahme kann ja schon kaputt gegangen sein. Und wenn wir da schon Redundanz machen, dann müssen wir eigentlich auch selber nochmal mitgrabben. Und natürlich können wir da jetzt keine zweite Kamera daneben stellen. Also wir haben immer irgendwelche Sachen, die gemeinsam ausfallen können. Auch die Hausverkabelung hier, da haben wir wenig Einfluss drauf. Das läuft bei Ambion, die Haustechnik. Aber wir haben uns dann entschieden, dass wir zumindest versuchen, machen wir mal eben, selber ein bisschen rumzugrabben. Und daraus folgt natürlich, dass wir auch selber schneiden müssen. Aber wie das so ist, wenn man euphorisch denkt, wir machen das mal, haben wir das eben ignoriert und gesagt, das klappt schon. Dann war die nächste Frage, dass im Club immer niemanden gibt, den man ansprechen kann, der weiß, wie das eigentlich funktioniert. Und da gibt's aber, lassen sich die Leute nicht von abhalten, wenn man sie fragt, einem Antworten zu geben. Und so kam also als erstes die Ansage, da kommt also die V aus der Wand und da hängt man nur noch ein Firewire ran, dann hat man ein tolles Signal. Dann hieß es, Firewire haben wir gar nicht in den Rechnern, dann müssen wir Apples nehmen. Und dann, wer mich kennt, weiß, da fand ich also nicht so toll die Idee. Dann, naja, da kommt F-Bus aus der Wand, war die nächste Ansage, das hat sich dann auch so halbwegs als korrekt rausgestellt. Dann hieß es, naja, dann konvertieren wir das selber nach TV. Jemand meinte, er hat noch einen Konverter im Keller und dem war dann doch nicht so. Dann heißt es, naja, klicken wir auf eBay. Also ungefähr so läuft im CCC die Entscheidungsfindung ab. Ihr könnt euch das vorstellen. Dann fiel uns auf, als wir vor 4 Jahren die Videos aufgezeichnet haben, haben wir dafür extra Rechner angeschafft. Ja, die standen also noch irgendwo rum, aber es wusste keiner wo.
Ich habe ein bisschen gesucht, habe nichts gefunden, habe Leute gefragt, keiner wusste was und irgendwann kam dann auf der internen Mailingliste vom CCC von Tim die Idee, dass man die als Internet-Terminals benutzen könnte und daraus folgerte ich also besser scharf, dass die noch existieren. Und Tim meinte, die sind im Lager. Ich habe da also Bedarf angemeldet, das kam aber offenbar nie bei den Leuten an, die das Lager verwalten, deswegen hörte ich da auch nichts und wenn man nichts hört, nimmt man ja eigentlich an, es funktioniert, aber jetzt kurz vor dem Kongress, also 2 Tage vor dem Kongress, kam dann die Ansage, ja, also die Lagerfahrt ist schon vorbei und das hättest du ja mal sagen müssen. Und so läuft das halt. Also die Althardware war nicht klar, dass wir die kriegen würden. Deswegen habe ich also mal überlegt, die beste Variante, also ich bin immer so ein Verfechter von Consumer-Plaste-Lösungen, weil die müssen die an so viele Leute verkaufen, wenn da rudimentäre Sachen nicht funktionieren, dann haben die zu viel Ärger mit Umtausch. Ja, deswegen kaufe ich ganz gern so Billiglösungen und dann lieber eine mehr kaufen und dann geht das schon irgendwie. Und das hier sah also eigentlich perfekt aus. Das sieht aus wie so eine externe Platte, aber der hat halt einen Videoeingang und nimmt das dann als MPEG-4 auf die Platte auf. So viel in der Theorie, habe ich also mal eine bestellt. Kam dann auch an, habe ich aufgeschraubt und dann fielen mir da schon die Elkos entgegen. Also einer kam mir direkt entgegen, der andere war schon abgebrochen und war, hing dann noch halb drauf. Und dann haben wir im Club, haben wir noch schnell, also die Bestellung hat erstmal 10 Tage gedauert. Im Club haben wir dann noch Ersatz-Elkos zufällig gehabt. Wir haben halt so einen Lötverein und sowas liegt dann da rum. Dann haben wir halt 2 Ersatz-Elkos drauf gelötet, dann funktionierte das Gerät wieder, aber hat halt kein Input-Signal gefunden. Und da habe ich dann gesagt, gut, also wenn das in so einem schlechten Zustand kommt, dann vielleicht lieber andere Billigplaste. Und die nächste Idee war, wenn wir diese Altrechner finden, da sind eigentlich PCI-Grabber-Karten drin gewesen, also diese Rechner, die wir für den Kongress früher gekauft haben. Allerdings haben die damit die Aufnahmen versaut. Also als ich die Videos gemacht habe, musste ich da mal den Sync nachkorrigieren. Und das habe ich also als sehr anstrengend in Erinnerung. Deswegen habe ich gedacht, eigentlich, was man haben will, ist so ein Billig-Hardware-Grabber, der am besten nur einen Quarz hat. Also das heißt, wo Audio und Video aus derselben Taktquelle kommen und dann gibt es da auch keine Sync-Differenzen. Und wenn es so richtig billig ist, dann kommt es mit so einem Netzteil ohne eigene Masse, dann gibt es auch keine Brummkreise, also das klang eigentlich richtig gut. Und dann habe ich mal geguckt, was man da haben können und habe also dieses Teil hier mal angeschafft. Und als das andere Gerät zusammenfiel, habe ich also dieses Gerät mal ausprobiert, über Nacht laufen lassen. Der Treiber tat erstmal nicht, also wie das so ist mit solchen Geräten. Dann habe ich irgendwo ein CVS gefunden, den Treiber daraus genommen, der hat das Teil erkannt. Konnte auch aufnehmen, aber nur mit MN-Coder. Also das war völlig bizarr. Ich habe also alles Mögliche ausprobiert, FFmpeg, VLC, irgendwie von XAWTV, irgendwelche Sachen. Nix hat damit irgendwas graben können, außer MN-Coder, aber das will man ganz recht, den wollte ich eh benutzen. Habe ich also damit eine Testaufnahme gemacht von meinem DVD-Player. Das lief 8 Stunden, überhaupt kein Sync-Problem. Dachte ich, prima, so machen wir das. Noch 2 bestellt, kam eine Mail zurück. Ja, Artikel nicht mehr lieferbar, das war der letzte. Ja, dann habe ich gefragt, welche gleichwertigen Alternativartikel Sie meinen. Gab es dann keine? Habe ich halt rumgeguckt, was gibt es da noch für Geräte mit demselben Chipsatz, aber das steht ja aber nicht drauf bei diesen Billiggeräten. Und dann habe ich halt das Nachfolgemodell genommen, habe den Treiberprogrammierer mal angehauen. Der meinte, ja, das ist dasselbe, habe ich das bestellt. Das kam dann auch, wurde vom Treiber erkannt. Und nun lenkt man USB, habe ich 3 Controller von oder 4, stecke ich 3 Geräte in mein Notebook und dann kann ich 3 Sachen capturen. Aber der Treiber sagt beim Reinstecken vom 2. Jahr geht nicht. Fehlermeldung fand ich ganz besonders toll, no space left on device, völlig geil. Dann habe ich noch ein 3. Repository gefunden, also einmal den Kernel, dann dieses Linux-TV-Dings, dann gab es noch ein 3., wo ein Autor meinte, Linux-TV-Leute seien Faschisten, der macht das jetzt selber. Und der Treiber daraus, der hat mehr als ein Gerät anschließen lassen, aber wenn man dann mehr als eins auch zum Capturen nehmen will, kam dann halt, geht nicht. Und dann dachte ich, na gut, dann braucht man mehr als einen Rechner und habe also diesen nochmal wiederbelebt, den Versuch, diese 3 Capture-Rechner zu besorgen. Und habe halt als Notfallplan verwerfen müssen, dass ich alles an mein Notebook anschließe und habe dann also überlegt, jetzt muss ich mal 3 Notebooks zusammenschnorren und habe dann halt Leute angerufen. Und Papillon ist der im Club, der Zugang zum Lager hat, den habe ich dann nochmal aktiviert. Der meinte, ja, bringe ich mit morgen Mittag. Morgen Mittag war dann der Vorabend vom Kongress am Ende. Wie das so ist, ich saß hier auf heißen Kohlen seit irgendwie 11 Uhr und nichts kam von dem, was gab. Es gab kein Netz, es gab keinen Strom. Irgendwann die FEM-Leute kamen als einzige pünktlich und da gab es dann auch noch irgendein Autoproblem, dass die Hälfte irgendwie noch auf der Strecke war. Also furchtbar. Und ich saß hier und dachte so, scheiße, morgen früh muss das laufen. Gut, also die Rechner, die dann kamen, die hatten keine Tastatur dabei, keinen Monitor, kein Kaltgerätekabel. Das habe ich mir dann auch zusammengeschnorrt. Da war irgendein alter Scheiß drauf. Der eine bootete nicht mal, Root-Passwort gab es nicht. Aber gut, wir sind ein Hacker-Club, das ging dann schon. Und ich habe dann also vorher noch mal eine Testaufnahme gemacht mit dem USB-Zeug, weil ich ja die 2 baugleichen Geräte hatte, aber ich dachte mir, naja, guckst du noch mal, und da war dann natürlich doch wieder ein Sync-Problem. Und da kam dann raus, dass das nicht von der Hardware kam, sondern von MN-Coder.
Und ich habe dann eine Mail an die Mailingliste geschickt, die ist nie angekommen. Und dann habe ich irgendwie den Code gewälzt und habe irgendwelche Webforen durchsucht. Und es gibt da zwei Optionen für, die haben aber nicht funktioniert. Und irgendwann habe ich dann den ML-Encoder gepatcht, damit er keine Frames mehr dupliziert. Und das ist dann tatsächlich die Software, die am Ende gelaufen ist. Die Zeit ist aber zu knapp gewesen, um dann noch groß rum zu experimentieren. Deswegen habe ich also auf den Rechnern, die ich hier hatte, exakt die Kernel-Version von zu Hause genommen und den Treiber, den ich da irgendwie mit Händen und Füßen dazu gekriegt habe, dass er überhaupt compiled mit dem Kernel, und den handtiefer gelegten ML-Encoder, und dann das Fertigmachen von den Rechnern dauert 3 Stunden. Das heißt, wenn er um 15.30 Uhr mit den 3 Kisten ankommt, dann war ich ungefähr um 7 fertig und habe den dann also rübergetragen. Wir haben ja vorhin den Plan gesehen mit den 2 Räumen. Ich kann in dem einen die Rechner zusammenbauen, in dem anderen gibt es das Signal. Ja, das heißt, ich habe also in dem einen Raum zusammengebaut, Rechner rübergetragen, da kam das Signal an und da war dann das gecapturte Bild scheiße. Also das sah aus wie einmal perfunkt durch einen Schneesturm, und es lag daran, dass der USB-Chipsatz im Arsch war. Ich habe hier noch ein Bild von den Rechnern gemacht, das sah noch halbwegs professionell aus. Also ihr habt ja vorher das Rack gesehen, alles schön eingeschraubt und so. Das ist also meine Ghetto-Lösung hier einfach oben drauf getan. Die Kabel gehen hier auch wild irgendwo durch die Gegend. Das wäre schön gewesen. Hat aber nicht geklappt. Also das mit dem Testen war dann 20.30 Uhr, denn da lag dann zwar ein Signal an, aber das war halt ein schwarzes Signal, weil die Kameras aus waren. Die waren eben, die FEM-Leute hatten Hunger gehabt, ist ja auch nachvollziehbar nach so einem langen Tag. Und dann saß ich da halt oben und hatte da die Rechner angeschlossen und hatte auch endlich Netz gekriegt, aber da waren die halt gerade essen gegangen. Und als sie wieder zurückkamen, gab es zwar Signal, aber die Aufgabe war scheiße, die Aufnahme war schlecht. Und dann saß ich da halt und kriegte so ein bisschen Panik. Und dann habe ich also, bin ich zurückgekommen auf die Notebooks, die ich mir da schnorren wollte. Und dann habe ich also von Hendrik ein Notebook gekriegt, aber da war das Display im Arsch. Das heißt, es ging die ersten 5 Minuten, aber danach nicht mehr. Und dann meinte er so, ja, wenn du schnell bist, kannst du den Debian installieren. Und Stefan hat mir noch ein Apple-Notebook ausgeliehen aus der Uni, und ich war echt verzweifelt. Also, wenn er jetzt ein Apple-Notebook verbaut, dann habe ich noch von mir ein altes Notebook rumliegen gehabt. Und weil ich schon dachte, das geht alles, ich meine, ich kenne ja den Club, habe ich also das auch mit dabei gehabt. Und schließlich meinte Nibbler noch, er hat ein Notebook, und das habe ich ihn dann, aber als ich die Rechner doch kurzfristig noch gekriegt habe, hatte ich ihm gesagt, brauche ich doch nicht. Und dann hat er sich damit unten im Hackcenter irgendwie eingegraben und war nicht zu erreichen. Also das war der erste Notfall. Ich habe halt meinen Rechner genommen, die anderen beiden Rechner, die Notebooks, die ich hatte, und dann hatte das Henrik-Notebook kein USB 2.0 gehabt, aber er hat so eine komische PCM-CIA-Karte gehabt, wo dann USB rauskam. Da haben wir das Gerät angeschlossen, aber dann konnte er nicht grabben davon. Und die Vermutung war, ja, da kommt nicht genug Strom an. Und also, es wird hier immer später, ja, das ist irgendwie so gegen 11 am Vorabend. Und dann saß ich da also, und Henrik meinte, er hat noch ein Kabel, um aus der benachbarten USB-1-Dose den Strom rüberzuziehen. Und also furchtbar, haben wir angeschlossen, hat auch nicht geholfen. Und gut, es war inzwischen ungefähr 1 Uhr nachts. Ich habe dann versucht, Nibbler zu reaktivieren. Der ist aber im Hackcenter irgendwie umgekippt und lag da. Und zwar in der Raucherecke. Ich weiß nicht, ob ihr da mal wart, die Raucherlounge. Da gibt es eine fette Techno-Musik und das ist echt scheiße laut. Und er lag einfach neben dem Lautsprecher und schlief. Also der muss völlig am Ende gewesen sein. Auch irgendwie hauen und treten hat nicht funktioniert. Der war halt weg, und gegen 3 habe ich dann aufgegeben und habe mein eigentlich als Control und Encoding gedachtes Notebook da eingebaut und bin halt pennen gegangen. Und am nächsten Tag war ich dann halt um 10 wieder hier. Und da war Nibbler dann ansprechbar, und dann haben wir dann noch während der Keynote auf seinem Notebook ein Debian installiert, ein Knoppix, und haben halt mein Notebook da noch schnell umgetauscht, weil Saal 3 ging halt erst nach der Keynote los. Aber also Panik ohne Ende. Der Notebook-Cluster sieht auch richtig toll aus, also da, wo eben die 3 Rechner standen, sieht man jetzt hier 3 Notebooks. Bei dem oberen haben wir nicht rausgefunden, wie man den Display ausschaltet, oder sind nicht mehr an den Knopf gekommen, weil das, glaube ich, da haben wir es halt nicht ganz zugemacht, deswegen sieht man hier so ein bisschen, habe hier nochmal ein Close-Up. So, beachtet auch das schöne Kühlsystem hier, das sind nämlich Clubmate-Verschlüsse, die wir zwischen die Notebooks gemacht haben, damit es nicht zu heiß wird. Also ihr seht hier auch links im Bild die Netzteile gestapelt, das ist ganz toll. So, also wenn der TÜV kommt, fliegen wir alle raus. Hier nochmal ein Close-Up von den Clubmate. So, dann haben wir halt aufgenommen, dann gab es immer noch Audio-Sync-Probleme in den Videos, aber unterschiedlich auf den unterschiedlichen Rechnern. Dann weiß ich, dass die Geräte gleich sind. Also kann das eigentlich nur an irgendwie der Systemzeit von den Rechnern liegen, oder weiß ich, die Temperatur, war mir dann auch egal. Mein ML-Encoder-Patch hat dafür gesorgt, dass der das nicht korrigiert während des Aufnehmens. Das heißt, man hat, wenn man irgendwo hinzieht in der Aufnahme, hat man ab da konstant denselben Sync daneben. Aber also danach ändert sich nicht mehr. Aber wenn ich halt irgendwo hinzieke, dann ist abhängig davon, wohin ich zieke, der Sync anders. Und das hat jetzt das Encoden ja auch ein bisschen aufgehalten, weil das muss ich dann halt manuell rausfummeln. Und alle Videos, die ihr hier zum Download gesehen habt, sind manuell nachkorrigiert.
Das Encoden der Videos ging relativ fix, halt immer über Nacht, abends irgendwie so ein fettes Shell-Skript gestartet und dann lief das schon. Und das Problem war aber, dass dann Vor- und Nachspann dran sollte. Und die kamen dann am Tag des ersten Kongresstages, kamen die halt an, und zwar als MP4 ohne Audio. Und die tollen Tools, die es da gibt in der freien Software-Community zum MP4-Basteln, die erlauben halt nicht, zwei MP4s hintereinander zu popeln, wenn da nicht dieselben Video- und Audio-Parameter drin sind. Und so musste ich mir dann irgendwie Stille aus dem Hintern ziehen und habe dann also DevZero und einen Hex-Editor genommen. Und die Länge der Stille habe ich mir halt ausgerechnet, indem ich den Frame-Count von M-Player genommen habe und dann gerechnet habe. So, und jetzt hat M-Player irgendwelche völlig bizarren Probleme verursacht beim Transkodieren von diesen Intros. Da hat er nämlich nicht alle Frames transkodiert, sondern am Ende irgendwie zwei weggelassen. So, die Stille hat er aber komplett übernommen. Das heißt, wenn man jetzt das Intro vor das Video popelt, ist das Video knapp daneben im Sync, obwohl man es ja vorkorrigiert hatte. Ja, und das merkt man natürlich auch erst, nachdem man irgendwie 50 Videos konvertiert hat. Und der Unterschied war auch noch nicht konstant. Bei mir war es ein Frame weniger als bei den Frames, der verloren ging. Gut, also das haben wir dann ungefähr gegen, ich glaube, vier Uhr nachmittags des ersten Tages rausgefunden und ab dann ging das relativ gut. So, gut, also die Frage ist, wie popel ich die Videos hintereinander? Der erste Versuch war einfach M-Encoder zu nehmen. Der hat so eine Option, dass man sagt, den Videostream einfach kopieren, den Audiostream kopieren und das geht normalerweise. Allerdings hat M-Encoder wieder geglaubt, er müsste nachsynchronisieren, obwohl die Files ja von ihm kamen, also eigentlich schon synchronisiert waren. Und er hat dann halt Frames gedroppt und das heißt im Stream-Copy-Modus, dass er halt tatsächlich auch mal Keyframes gedroppt hat. Das heißt, die Frames danach, die es darauf bezogen haben, haben halt irgendwie einmal Müll über den Bildschirm gekippt. Und ja, es gibt da eigentlich zwei Optionen, die das verhindern sollen, die haben aber beide nichts bewirkt. Und so habe ich gedacht, na gut, dann halt M-Encoder patchen. Und dann kam halt ein Video raus und ein Audio, aber das hat dann die Encapsulation-Pipeline gecrashed, also insbesondere MP4-Box, was wir da benutzt haben. Und einige Player auch, sonst wäre mir das egal gewesen, hätte ich das irgendwie von Hand gepopelt, aber gut. Also was macht man? Geht zu Google. Der FFmpeg-Link, der sieht jetzt nicht so aus, aber das ist eigentlich eine Mail von einem Typ, der sagt, ich würde es gerne mit FFmpeg machen, warum geht denn das nicht? Ja, also hier steht irgendwie, ja, ich habe es versucht und es geht, aber das stimmt nicht, das war Einbildung. Mit FFmpeg geht es nicht. So, der oberste Link ist allerdings ein Treffer mit MP4-Box. FFmpeg hat sogar direkt gesegfaultet, ohne das hintereinander zu cutten, wenn man also auch den Stream-Copy-Modus benutzt. Das ging gar nicht. MP4-Box habe ich also probiert. MP4-Box kann auch den Vorspann prima muxen, kann den Hauptfilm muxen, kann den Nachfilm muxen. Aber beim Zusammenpasten der Filme raucht es ab, und zwar mit einem Glibc-Fehler wegen Memory Corruption, also ganz großartige Software. Und dann habe ich gesagt, okay, scheiß auf MP4, dann machen wir halt direkt Matroschka, da gibt es also MKV-Merch, das ist das Tool, mit dem man das erstellt und der kann eigentlich auch hintereinander popeln. Und der ist aber sehr zurückhaltend, welche Arten von Eingaben er akzeptiert. Und so konnte er zum Beispiel meine AAC-Files nicht lesen. Und also die Original wollte ich natürlich Vorbis haben, weil es einmal der bessere Codec ist, aber ich dachte mir, jetzt habe ich die ganzen AACs hier rumliegen zum MP4 muxen, das kann ich eigentlich auch als Matroschka dann ausliefern. Die hat er aber nicht lesen wollen, außer man remuxt sich vorher nochmal in MP4 rein. Das ist mir aber erst aufgefallen, nachdem ich es dann doch schon transkodiert hatte nach Vorbis und also alles furchtbar. Gut, dann gab es immer noch Sync-Issues, aber die konnte ich dann handkorrigieren mit einer manuellen Nachsync-Option. Das heißt, wir sind jetzt schon die zweite Iteration von Nachsynchronisieren von irgendwelchen scheiß Movies. So, wir sind jetzt bei Plan O angekommen inzwischen, also das, was wir da alles verworfen haben an Zwischenlösungen, das ging gar nicht. Und dann war die Frage, naja, dann vielleicht können wir den MP4 aus dem Matroschka generieren. Und das geht auch so ein bisschen, also man kann die einzelnen Streams rauspopeln und dann kann man das zusammenmuxen, aber Vorbis geht halt nicht in MP4. Also müsste ich doch wieder den alten AAC nehmen, den habe ich aber nachsynchronisieren müssen. Das heißt, dann wird er auch im MP4 nicht synchron sein. Ja? Also habe ich gesagt, gut, dann müssen wir das halt nochmal encoden, zusammenhängend, und dann habe ich da also eine Stille wieder vorgepopelt. Und dann eine furchtbare Shell-Pipeline draus gemacht, die ich auch sicher nicht veröffentlichen werde, die könnt ihr selber nachbauen. Und damit das nicht so furchtbar klingt mit dem Rekodieren, ist also von den primären Codings die Bandbreite relativ hoch. Leider fallen einem da gleich die nächsten Sachen auf den Fuß, nämlich wenn man einen Monostream in AAC nimmt und mit FAT, also dem üblicherweise benutzten AAC-Decoder, nach PCM wandelt, dann kommt dann ein Stereo-Stream raus und das kann man auch nicht abschalten. Das ist einfach so. Also ich überlege, na gut, machst du mit Socks, habe die Manpage aufgemacht, habe mir gedacht, naja, vielleicht doch lieber in C schreiben und so ist es jetzt im Einsatz. So, dann war die nächste Frage, jetzt haben wir endlich Videos, wo tun wir sie hin? Da war im Netzplan eigentlich eine IP für vorgesehen, wo es hieß, da hängt ein dicker FTP-Server, da uploaden wir das einfach. Leider war keiner hinter der IP und im NOC wusste auch keiner davon, dass da ein FTP-Server sein sollte.
War dann halt nicht so, dann sind wir ins Wiki gegangen, da gibt es eine Liste von FTP-Servern, also eigentlich Ware-Servern, aber es war uns dann auch egal an der Stelle. Und dann haben wir halt den ersten genommen, der uns reingelassen hat und haben da die Videos hochgeladen. Und als wir das am zweiten Tag mit den nächsten Videos machen wollten, kam der Disk full. Und da war an der Stelle, habe ich echt keine, mein Geist, jetzt irgendwie scheißegal, dann mache ich hier halt einen Server auf und dann habe ich auf meinem Notebook einen FTP-Server aufgemacht und habe in meinen Blog die IP getan und dann brach die Kiste also völlig weg. Ich bin dann irgendwie essen gegangen und komme zurück und es klang wie, als wenn einer den Tisch schrubbt, weil die Platte einfach nur am Sieken war. Und das waren die lokalen User, die haben da alle mit Gigabit gezogen, aber als die weg waren, waren da immer noch so 200-300 Mbit Sustained Output, weil irgendwie tausende von DSL-Usern da irgendwie sich das gezogen haben. Also meine Intention war natürlich, dass sich irgendwelche Multiplikatoren das ziehen, die das dann selbst als FTP-Server weiter vertreiben, aber das ist halt so, wenn man das, wenn man den Leuten das sagt, dann, ach ja, ich auch. Und ungefähr so habe ich mich da gefühlt. Die Horden rennen hinter mir her. Also das Encoding-Setup sieht so aus. Ich bitte auch hier die professionelle Kühllösung für die externe Festplatte zu beachten. ja. Dann gab es noch so ein paar lustige Details, die also weder die FEM-Leute noch ich zu verantworten haben, aber die so ganz lustig waren. Eines Tages kam da oben Anruf, die Kamera so und so ist aus. Geht nicht. Ja, warum denn? Ja, keine Ahnung. Dann ist da einer runtergelaufen, dann kam raus, jemand hat das rausgezogen, um sein Handy zu laden. Ja. Und die aktuelle Lösung ist, könnt ihr selber beobachten, im Saal 1 gibt es hier Gaffertape jetzt um den Stecker von der Kamera. Also sowas passiert hier auch. So, dann habe ich noch so ein bisschen schlechtes Gefühl gehabt, als im Serverraum plötzlich so eine dicke DVB-T-Antenne so ungefähr 20 cm neben meinem Analog-HF-Signal führenden Kabel auftauchte. Die ist dann ein bisschen verschoben worden, das ist also das neue Bild. Vorher war das ungefähr so, hier Kabel, da Antenne. Da ich so, vielleicht nicht so eine tolle Idee, wenn ich ein Analog-Signal grabben soll. Ja, dann gab es das Keynote-Audio, da hat halt hier die Haustechnik in der Mitte von der Keynote einfach mal das Audio abgedreht für eine Minute. Und ja, mit sowas, da können wir halt die tollste Technik haben, das hilft halt alles nichts. Und jetzt habe ich gestern noch in einem Video plötzlich ein 20-Sekunden-Audio-Delay drin gehabt und es war halt ein Analog-Capture-Video. Also ist völlig unklar, wie das überhaupt passieren kann. Habe ich auch noch nie irgendwie gehört, dass sowas passiert. Ich tippe auf kosmische Strahlung und habe es dann halt das FEM-Backup genommen, also keine Ahnung, was da passiert ist. So, das war eigentlich auch schon, was alles passiert ist. Der Plan ist, dass ihr euch jetzt alle die Filme zieht, die es gibt. Dann macht ihr zu Hause da irgendwie schön Torrents draus und dann ziehen das alle. Also jetzt, auch wenn ihr die selbst nicht sehen wollt, schön ziehen die Videos und dann haben wir alle schön Torrent. Und nächstes Mal macht das jemand anders, das kann ich jetzt schon sagen. Gut. Hoffe.